Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA Vice City. Und ne, warte mal. Noch wieder Munition auftanken. Munition! Ich habe sie voll im Visier. Habe ich auch. Du mich auch. So. Gut. Und gleich hier nochmal nachtanken. Aha. Obwohl, nee, Quatsch. Bringt mich gerade um. Nee, doch, ist ja richtig. Ich brauche ja das Motorrad. Beziehungsweise, ich brauche es vielleicht nicht unbedingt, aber ich will das haben dafür. Für die kommende Mission. Und von daher. Sind ja nicht gerade warm angezogen, würde ich sagen. Und warum hat der da unbedingt drüber schwenken müssen? Wenn er eh wieder. Wenn er eh wieder. Ja, in die andere Richtung rüberzieht. Okay, also ich werde vorsichtshalber das Motorrad in die Garage bringen. Nur für den Fall, dass das Motorrad vielleicht. Ansonsten. Ne, warte mal, Quatsch. Für den Fall habe ich doch, glaube ich, schon eins drin. Also kann ich die Mission gleich annehmen. Weil ich brauche dann nämlich eine Rennmaschine. So. Normalerweise würde jetzt hier in der englischen Fassung erstmal Chaos City kommen. Habe ich aber nicht. Also von daher. Kommt jetzt dieses. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass Versetti. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways. Then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on! Come on, come on. Jetzt bin ich gespannt, ob mein Motorrad noch da ist. Ja, ich weiß, dass ich darüber springen muss. Danke. Yep, ist doch da. Cool. Na gut. Das könnte mich vielleicht ein bisschen ausgebremst haben. Aha, cool. Dann haben wir auch gleich.
Ja, hier kommt die Bescherung. Hat dem gerade die Nüsse perforiert oder sah das so aus? Och man, wie viele Leute kommen denn da noch? Cool, mit Angels jetzt auch. Irgendwer hat hier geballert. Klingt nach einem Sniper, aber... Ach hier? Moment mal. Ah, da ist der Horst. Dann pass mal auf, du. Okay, der ist weg vom Fenster. Naja, hat doch gar nicht so viel Munition verbraucht, glaube ich. Auf jeden Fall muss ich zusehen, dass ich die Knarre hier... Wo ist er denn? Da ist er. Angewehrt lasse. Und... Upsa. Wobei das eigentlich jede x-beliebige andere sein könnte, aber es muss ja unbedingt die sein hier. Und den Widerspruch in sich, aber egal. Na gut, dann wollen wir mal das Moped befreien. Alter, wie viele kommen denn hier noch? So, haben wir denn jetzt? Kann ich jetzt weitermachen? So, ach schade, die Waffe ist weg. Okay. Der Sprung sah interessant aus, würde ich meinen. Gut, dann auf zum Motorrad. Ey, cool, was ist denn das? Ein Molly? Also ein Mollet. Ihr wollt mich jetzt aber nicht verarschen.
Respond to SM 19 in Central, downtown. Na gut, dann bringe ich sie mal zu ihm zurück und dann ist easy. Das ist also echt. Okay, und dann kommt noch so ein Bringer. Die nächste Mission ist dann... ja, eigentlich nur noch... von Laughfist. Ja, ich weiß, der Name ist komisch, aber so heißt die Musikgruppe nun mal, also von daher, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Und wenn wir das haben, dann haben wir es. Logischerweise. Aber komischerweise, wenn man gleich abgehauen wäre, wären glaube ich nur... Ja, glaube ich, nur ein Transporter gekommen. Wie auch immer. Jawohl, spring rauf auf die Karre und dann weg mit dir. Gut, das wäre das gewesen und ich klaue mir die nächste hier. Tja, die Feuerwehrmission haben wir schon, die brauchen wir nicht nochmal machen. Achso, ja, den Stunt-Bonus habe ich ja schon bekommen da in der Mission. Das ist schön so. So. Was ist denn jetzt schon wieder? Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. Tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Mach ich doch. Oder mach ich doch glatt. So rum. Tommy! Tommy! Tommy, man! That psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone! You didn't kill him, man! And now he's back! Yeah. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats! Hey, Michelle, man, I need my mom! We're all breaking ourselves, man! Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Also, mal ganz ehrlich... Da stellt sich mir doch eine Frage. Und zwar, ich hab den beim Abknallen nicht erwischt, aber in dieser Mission wurde... Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big hairy asses. Tommy, pal, you've got to save the band! I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal! We gotta find a bomb! Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine! Will he stop to get? We're all going to die. I'm going to get pissed. Hey, there's a queue here, pal! Hey, man, Angel's near the drinks cabinet! Get out of my way! Hey, the vodka bottle's got wires coming out of it. That's no vodka. That's boomshine. Ah! It's wired to blah! Ah! You always said the drink would kill me. I've seen this on the telly. You gotta pull out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, see something. I'm gonna play bass in hell. Tommy, man. Keep driving fast, pal. Somebody do something. Aye, clever. Somebody do something? What kind of crap is that? I've seen braver quines. Okay, tough guy, you do something. Look, man, I play a musical instrument. I've got a clue about bomb disposal. Well, he could just suck the boomshine out with a straw. I have heard that you're good at that kind of thing. Hey, I was off my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. Aye, a straw? This is a Lovefist tour bus.
I'm gonna get strafe, if I mean? Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, nothing this in the cards, oh, it looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Big screaming girl. Aye. Shut it and pull a wire. Which wire? This one. No! Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, nice one. Rock and roll, man. And we got a gig to go to. A racket to make. Groupies to abuse. More fist! Have you finished with our bow? Ja, also jetzt kapier ich an diesem Ding nicht, ja? Also das ist jetzt die letzte Love Fist Mission. Und, wie soll ich sagen? Ich hab diesen Verrückten abgeknallt. In der letzten Larfist Mission. Das hat er aber überlebt. Und jetzt kommt er hier nicht vor und das ist die letzte Mission? Naja. Was soll's? Seltsame Logik. Ist mir auch schnippe. Soll mir egal sein. Wunder, dass die Typen, die gleich alle ballern. Ach doch, machen sie. Wollte gerade sagen, Tag vorm Abend gelobt, wa? Und theoretisch könnte ich jetzt hier abbiegen. Und dann ist das gut. Und dann beendet diese Mission. Und dann sehe ich noch zu, dass ich, ja, mal gucken. Ich glaube, ich kaufe mir dann auch gleich die Druckerei und mache noch die erste Mission davon. Dann sollte es aber echt reichen dafür, diese Aufnahme. Na, zum Glück ist es mir jetzt egal hier mit der Geschwindigkeit. Du mich auch. Ups. So. Na gut, so viel dazu. Ich hole mir mal das Motorrad da und fahre dann gleich mal zur Druckerei. Obwohl, nö. Das Motorrad bringe ich weg in eine dieser Garagen da. Und dann fliege ich mit dem Chopper hin zur, ja, zur Villa und hol mir da denn das. Hello, Tommy. Yeah. It's Baker. Just wanted to say I really enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Okay. Abspeichern müssen wir ja noch nicht. Okay, da ist die Rüstung, das ist schön. Okay. Cool. Warte mal. Bam, badam, badadam, bam, badadam. Ups. Nee, doch, ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Mission da ansteht bei der Druckerei. Auf jeden Fall sind es wohl zwei Missionen, beziehungsweise insgesamt drei, aber die dritte gibt es erst, wenn ich
Ja, wenn ich insgesamt wenigstens an die 5 oder so Unternehmen habe, die mir dann auch Geld bringen. Und ich glaube nicht, dass ich schon so weit bin. Egal. Obwohl, nee, Quatsch, ich könnte noch Phil Cassidy machen. Genau, den mache ich zuerst. Aber erstmal runter und was ist denn das für eine Karre? Wo ist meine Limo? Meine Limousine. Okay. Aha, 6.500. Beziehungsweise 7.000 irgendwas. Tja, kann ich da nichts dafür, wenn du die Frau nicht magst. So. Ja. Bekommt man irgendwo eine Spaß 12 zu kaufen? Ich weiß es nicht. Ja, also ich mache jetzt hier erstmal nur noch die nächsten Monster-Stunts und dann beende ich diese Folge. Ja, sehr gut. So, mal gucken. Karte. Oh. Muss ja interessieren. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Auf dem Dach des Parkhauses, westlich des Ocean View Hotel. Aha. Okay. Alles klar. Gott, mein, hä? Wollt ihr mich verkackeiern? Ja, genau, dann mache ich nächste Mission dann Phil Cassidy erstmal. Fertig. Mal ganz ehrlich, wie soll man das hier die Backen kriegen? Ich glaube doch, indem man. Ich glaube, das versuche ich nochmal. Was hier beim letzten Mal nicht so ganz funktioniert hat. Aber diesmal mit Zeitlupe. Gucken. 4, 5, 6. So. Nö. Voll rein in die Scheiße. Also ich kapiert nicht. Ist mir echt zu hoch. Und ich hab schon rumgelenkt und trotzdem, ja. Kannst du vergessen? Der fliegt immer genau drauf zu. Was ist denn das da? Da nutzt der beste Linken nicht. Das ist doch scheiße. Halt die Fresse, Junge. Scheiße! Du Arsch!
Oh, ich krieg einen Hals, Mann! Du hast mir gerade meine Karre geklaut, du Affe! Ihr Perle-Ding, sonst klatscht es, ey! Kannst mich mal! Ey, habt ihr ein Schweinersignal abgespeichert hab vorher? Ey, jetzt ist die ganze Munition wieder weg. Ihr könnt so abkotzen, Junge! Okay, jetzt weiß ich, was ich mache. Ich werde jetzt erstmal gucken, beim Ammunition hier in Downtown, ob man da vielleicht eine Spass 12 herbekommt. Ansonsten wüsste ich echt nicht, woher. Obwohl, wozu braucht man die eigentlich? Ist das eine grottige Karre, ey! Aber ich bin so schon sauer gerade. Könnt ihr glauben, ey. Ist das nicht... Was soll ich mit einer Kettensäge? Halt ihr einen Schatten oder was? Echt, ey. Ist so was von zum Kotzen. Ganz ehrlich. Es ist doch scheiße. Oh Mann, renne doch mal, Junge. Ich glaub's ja wohl nicht! Habt ihr nicht besser zu tun, als jetzt einen Weg zu blockieren, oder was? Ey, ich hab sowas von die Faxendicke von den Typen, ey. Nächste Motorrad, weil ich mir rausholen muss, ey. Bloß wegen diesem scheiß Vollidioten von einem Bullen, ja? Da könnte ich so einen Hals kriegen. Was für ein Penner! Mal ganz ehrlich, ich kapiere nicht, wie das mit dem Stunt klappen soll. Alter. Ich glaube, ich spinne. Der kann so weit von Glück reden! Dass ich nicht schnell genug dabei war. Sonst hätte ich das Ding abgeknallt. Also ganz ehrlich. Ich hätte die Karre abgemuxt. Abgemuxt, klar. Mit der Minigun behandelt. Aber ganz ordentlich. Dem hätte ich eine Bleimassage hier geben. Also wirklich. Das kann ja wohl nicht sein. Warte mal, soll man da vielleicht draufspringen auf das Dach? Ich werde es mal versuchen, indem ich hier über den Strand fahre und dann in einem weiten Bogen ja. Mal gucken. Kommt mir ja nicht in der Quere, ich warne euch. Scheiße! Kannst du vergessen. Das bringt nichts. Das bringt nichts, das bringt nichts. Also wie zum Geier soll man das schaffen? Ich meine, hier hinter ist auch nichts, wo man durch könnte.
Wie viel schon wieder dagegen? Okay. 176 Fuß. Wie soll man diese 4 Fuß noch kriegen? Jedenfalls aussehen davon, dass es klappen soll mit 180 Fuß. Wie soll das gehen? Das ist mir echt schleierhaft. Jetzt siehst du doch wohl, du Penner. Also mir fehlt nur etwas mehr als ein Meter. Und dann müsste es rein theoretisch klappen. Also sprich, wenn ich es irgendwie schaffen sollte, dann müsste ich irgendwie auf dem letzten Drücker noch nach rechts ausweichen. Was soll denn das? Diese Scheißhändler! Also ehrlich jetzt mal! Ich wollte das Motorrad nicht zu einer Bombe machen? Ich wollte damit diesen scheiß Sprung packen, Mann! Du Idiot! Ey, es ist doch nicht zu glauben, Alter. Ich könnte so... So einen Hals kriegen gerade. Das ist doch nicht normal. Steig auf diese scheiß Drecksmühle auf, sonst klatscht das, Alter. Junge, wo haben die dich bloß rausgelassen, ey? Ey, nochmal so ein Ding und es gibt echt Untertitel. Das sag ich dir, du Penner. Komm schon. Fuß und? Das ist doch nie im Leben Monster Stunt. Was soll die Scheiße? Wo soll der Dreck sein? Kann mir das mal einer flüstern? Also der kann doch bloß falsch sein. Ganz ehrlich. Egal, ich mache jetzt ein paar andere. Ist mir egal. So halt. Ich meine, man schafft es gerade so 180 Fuß da hinzulegen. Als Sprung. Aber... Hallo? Da habe ich das jetzt gerade eben gepackt und trotzdem ja bitte das Geld nicht. Das ist doch scheiße. Oder man muss jetzt Zeit voll ausgeben, aber das kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen. Okay. Ich glaube, ich muss ein Stück geradeaus. Naja, eigentlich hätte ich nicht auf die Karte gucken sollen beim Fahren. So, das müsste dann hier irgendwie sein. Glaubst du? Ja. Genau. Yep, da ist es. So, da wollen wir mal gucken.
Ja, wenigstens ist die Maschine da. Und es gab gleich zwei Sprünge. Ich finde das so genial. Gut. Aha, okay. Nee, da bin ich falsch. Da ist es. Auf dem Dach des Parkhauses. Aha, da ist eine Rennmaschine. Kann mir einer verraten, wo man hier auf das Dach kommen soll? Hallo? Habt ihr sonst keine Schmerzen? Okay, da ist nichts. Wartet mal. 3. Am Dach des Parkhauses westlich des Ocean View Hotel. Betonrampe in nördliche Richtung. Springe mit Hilfe der Betonrampe im Südwesten auf das im Süden anschließende Gebäude. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also, die meinen bestimmt das Gebäude da, aber. Hä? Ach, hier jetzt hoch. Oh. Ah, alles klar. So, im Südwesten. Ah ja, alles klar. Komisch, da jetzt nur noch Süden mit dem Monster Stand. Alles klar. Aha, das Gelbe da. Okay. Dann versuchen wir es mal. Wo ist mein Motorrad hin? Na, ist ja prächtig. Das Motorrad ist flöten gegangen. Na gut, ich glaube hier oben war noch eins. Dann holen wir uns das stattdessen. Nee, hier ist keins. Na toll. Vielen Dank auch. Jetzt fahre ich mit so einem Affen hier durch die Gegend oder was mit einem Cheetah. Na gut, ist egal. Ja, fahren wir nach Hause, beenden die Folge und wir haben wieder 4 weitere Monster Stunts geschafft, weil es ist jetzt die 3. Folge, wo ich Monster Stunts gemacht habe und naja, 12 durch 3 sind bei mir 4, also ihr mich auch, ihr Penner. Obwohl, wo fahr ich eigentlich lang? Ist ja bescheuert oder was? Nee. Ach ja, nee, doch, ist richtig. Ja, jetzt ist er ergonomisch geformt da vorne links. Ein Roller, naja, ich weiß ja nicht. Wäre übrigens auch sehr interessant, glaube ich, zu sehen, wie das wäre, wenn. Aha. Auf wen ballert ihr Idioten eigentlich alle? Achso. Dann kümmert ihr euch mal drum. Habe ich kein Problem mit. Okay, das soll es mal wieder gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und sie euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wären die natürlich auch gut.
Und ansonsten, ja, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Und ich sag dann mal Tschüss.